So, da sind wir wieder. Weg mit der Waffe! Ruhig, Brauner, ruhig. So, was steht heute auf dem Plan? Jungs, wir sind hier bald fertig. Also jedenfalls hier im Norden und in Myrtana. Also, was steht bei uns auf dem Plan? Ganz einfach, wir haben einen neuen Quest bekommen. Dachte ich eigentlich. Wir sollen eigentlich die anderen Schmiede aufsuchen. Keine Ahnung. Gut, machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal zu den anderen Schmieden hin. Zum Hammer-Clan. Zum Wolfs-Clan können wir uns ja noch nicht teleportieren. Ich hab da übrigens mal kurz nachgeguckt. Weil kann ja wohl nicht wahr sein, dass es die einzige Stadt ist, wo es keinen Teleporter gibt. Und es gibt drei. Wir sind einfach nur, ich bin einfach nur zu blind gewesen, um einen davon zu finden. Meine Fresse, Alter. So, wir sollen hier die ganzen Typis mal abgrasen. Ich frag mich mal, wo hier die Schmiede ist. Das da, wa? Willst du was kaufen? Nee. Irgendwelche Probleme? Kann man wohl sagen. Die Orks bringen alles durcheinander. Ich habe beim Wolfsclan eine Ladung Felle bestellt. Wofür? Stainer braucht Rohstoffe für eine neue Rüstung. Was für Felle? Bisonfelle, schweres Leder, verstehst du? Haben wir noch welche? Braucht ein Dutzend von den Dingen. Haben wir. Wenn du sie mir bringst, beteilige ich dich am Gewinn. Sagen wir, 12 Brocken Erz. Einen für jedes Fell. Das gibt doch nur wieder. Bei wem bekomme ich die Felle? Also, es ist mir egal, woher ich die Felle bekomme. Ich glaube, die haben da. Vom Clan oder von dir. Fell ist Fell. Aber wenn du nicht selbst jagen willst, sprich mit Rune. Er ist der Lagermeister des Wolfsclans. Das sieht mich nicht, hier sind die Felle. Ich hoffe, du hattest nicht so Boom, viele Probleme. Jungs, wieder! Hier ist dein Erz. Nice. Zeig mir deine Ware. Der hat wieder nur Schrott für uns. Na gut. Und das war übrigens nicht die Schmiede. Aber ich höre die Schmiede. Was hätte ich dir für das? Da ist die Schmiede. Ach ja, Stainer wird ja sowieso uns niemals irgendwie was geben, weil wir ja zu blöd sind, um die Rüstung zu bauen. Da brauchen wir ja irgendwie 1000 Erz für oder sowas, ne? Wie viel haben wir denn? Oh, 1650. Wie viel braucht ihr? Das waren, glaube ich, mehr leider, ne? 100! Easy! Was, Alter? 100? Hier, Zustimmung der Erzschmelzer, das wollte ich haben. So, wer muss denn alles zustimmen? Stazer muss da nicht. Talan vom Feuerclan, Larson vom Wolfstern und Peter. Na, pass auf, dann nehmen wir... Na, machen wir mal, den Feuerclan machen wir am Ende. Und das machen wir jetzt mal noch. Peter war irgendwie so ein Typ da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lulions, ich verschwinde mal kurz nach Richtung Wolfsclan. Muss ja hier theoretisch in der Nähe sein. Und dann sehen wir uns einfach gleich nochmal, ne? Während er sich da irgendwie an der Bank... backt. Ja, ist mit ihm los, Alter. Zittert er, oder was? Ist kalt, ne? Wenn man hier ans Feuer ran. So, bis gleich, ne? Da sind wir übrigens. Gefolgt. Ach ja? Und was willst du? So, den haben wir hier mitten am Anfang schon gefunden vom Wolfslager. Deswegen muss ich den sofort ansprechen und dann erst die Aufnahme starten. Sorry. Ingvar schickt mich auf die Reise, bei allen Schmelzern zu lernen. So? Ich habe keine Zeit, dir etwas beizubringen. Ich bin selbst auf einer Suche. Na, wonach suchst du denn? Reines Erz. Vor vielen Nächten träumte ich von einer Höhle reinen Erzes. Du begibst dich auf die Suche wegen eines Traums? Weshalb sonst sollte sich ein Mann auf die Suche begeben? Warum gehen wir nicht zusammen? Du weißt nicht mal, wo es hingeht und willst mitkommen? Das nenne ich tollkühn. Das gefällt mir. Gut, du kannst mitkommen. Pass auf, dass du nicht stirbst. Okay. Dann jetzt mal direkt los. Hab schon wieder mindestens 10 Viecher umgebracht, also... Hier wird alles wieder neu gespawnt, quasi. Okay. Junge, entscheide dich mal. Links oder rechts hier? Hoch oder runter? Ich glaube, wir speichern mal lieber ab. Oder ich glaube, der backt jetzt richtig rum hier. Ich glaube, der fällt noch runter. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Oh, jetzt. Guck mal, wie er ganz behäbig neben dem Golem so ein bisschen langsamer wird, bis ins Vorbeischleicht. Ah, da schiss der Larson. Vor dem Eisgolem. Kann ich auch gut nachvollziehen. Obwohl mit der Axt, Alter. Puh.
So, Junge, wo willst du hin? Die Frage ist, waren wir schon mal in so einer Höhle? Wir haben ja eigentlich alles abgegrast. Da sind die Holzfäller da unten rechts. No. Ach, Gott. So, jetzt sprechen wir mal nochmal ab. Jetzt haben wir ja die große Backstelle quasi hinter uns gelassen. So, mein Duda, wo willst du hin? Wo soll hier eine Höhle sein mit reinem Erz? Das ist wirklich mal die Frage. Wir wollen übrigens zwei Säbelzahntiger wieder. Alter, hier kommen wir genau her. Genau diesen Weg habe ich genommen. Aber er überlegt sich das nochmal... Der Typ ist so geil, Alter. Er sucht auch noch, glaube ich. Ich glaube, er weiß auch noch nicht, wo es hingeht. Er sucht noch. Oh, nee. Hm. Dachte da irgendwie... Oh, hier liegt noch ein Troll rum. Mehr habe ich nicht umgebracht. Der lag noch so rum. Ja. Ist ja ein Meter, ne? Gott, 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 Gott. Junge, Alter, wo willst du hin? Zum Feuerklang können wir uns einfach hin teleportieren. Ich muss dann nur noch Peter finden. Peter war, glaube ich, da, wo Einars Grab war. Müssen wir mal gucken, wie wir von hier aus denn da hinkommen. Hm. Wahrscheinlich wieder offscreen, ne? Und dann wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde suchen. Mann, und eigentlich wollte ich Scheiße in den Wolfsladen da rein und die Rune mir holen. Ach Gott. Alter, ist noch weit? Da oben ist übrigens der Feuerclan, also wir sind jetzt genau den kompletten Weg wieder zurückgelatscht. Wenn man übrigens weiß, wo man hinlaufen muss, dann ist das gar nicht so weit zwischen den Clans, also. Ganz ehrlich, ich bin nur bis hier unten hingelaufen und bin nur mit Markierung. Also hier steht drauf, ne, Richtung Wolfsclan. Und dann einfach nur in die Richtung. Man sieht es ja eigentlich auch so ein bisschen schon, ne? Da oben ist so eine Hütte. Naja. So, hier ist Rona. Ist hier Pedo eigentlich? Ne, ne? Okay, wir können weiter. Oh. Die Biester geben einfach keine... Dem hast du es gezeigt. Ruhig, Brauner. Hab mich drum gekümmert. Oh, und sogar drei. Easy. So, das wäre erledigt. Alter, wo läuft er denn hin? Oh, den Hirsch? Riechen wir ihn noch? Nein. Verdammt. Jetzt lauf nicht hinterm... Oh. Ich habe quasi den Hirsch verfehlt, aber den Säbelzahntiger getroffen. Auch geil. Nimm wir. Achso, wo wir schon mal dabei sind. Noch haben wir ja noch 900 Stück. Aber wir können uns auch eigentlich so mit Magie heilen, ne? Dann. Du hast es so gewartet, ich mach ein Mist viel weniger. Oh, er hat sogar ein bisschen Schaden bekommen. Ups. Aber ich sag ja, Jungs, ne? Die ganzen Viecher sind alle wieder da. Das heißt alle. Das ist immer ein Teil wieder da. Ah, hier will der hin. Hier waren irgendwelche Oder, glaube ich, eigentlich. Da ist auch... Da, ah. Nee, hier ist Hauke. Nee, hier will er gar nicht hin. Alter, wo willst du hin, Junge? Oh. Ein Mist viel weniger. Ich glaube, ich speichere ihn über nochmal ab. Den ganzen Weg will ich nicht nochmal machen. Also, sorry, der Quer fällt ein hier, oder was? Wir gehen ja alle nochmal ab. Oh, oh, knapp. Der wird ihn treffen. Scheiße.
Aber er nimmt einen Heiltrank. Easy. Guck mal, jetzt weiß ich auch, wo er ist. Die menschliche Fackel. Wie geil. So. Nochmal ein Eiswolf. Also wir hätten auch jetzt noch Felle lernen können oder Felle abziehen lernen können. Und hätten noch genügend Eiswürfel bekommen. Ja, schon. Bleib oben, bleib oben. Alles gut. Ja, ja, ja. Komm, lauf du schon mal. Aber jedenfalls müssen wir auch mal da sein. Ich glaube, hier geht es echt nicht mal weit, viel weiter. Waren wir hier schon mal? Da kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern. Oh, vielleicht führt uns in ein Gebiet, wo wir echt noch nicht waren. Das wäre ja mal fett. Kannst du ja mal ausprobieren, ob wir hier schon mal dran waren. Er wartet geduldig. Sehr gut. Aber ich brauche noch so viel Erz. Also 44 Stück. Jetzt haben wir, okay, noch 42. Das ist zu viel für die Rüstung. Da hätten wir echt diese eine, diesen einen Stil lernen sollen, dass wir irgendwie mehr schürfen oder besser schürfen oder so. Also für alle Nahkämpfer. Ja, gut, ich meine, das ist also alle Nahkämpfer, die auf die Nordmar-Rüstung stehen. Formulieren wir es mal so, weil ich meine, die Paladin-Rüstung ist trotzdem um Welten besser als die Nordmar-Rüstung. Außerdem finde ich, sieht sie einfach, also ich persönliche Meinung, ich finde, sie sieht einfach fett aus, Mann. Paladin-Rüstung sieht einfach nur fett aus. Ah, Erz. Du hast deine Prüfung bestanden. Nice. Kehre zurück zu Ingvar und sage ihm, ich glaube, du wirst ein fähiger Erzschmelzer. Na toll, wo sind wir denn jetzt? Am Arsch der Welt. So. Achso, warte mal, nee, wir sind zu weit oben. Gut. Na du, Jungs, dann sehen wir uns gleich nochmal beim Wolfsclan wieder. Bis gleich. So, sind wir wieder. Diesmal am Eingang. Da hinten in der Ferne seht ihr schon den Feuerclan. Also, wie gesagt, das ist nicht weit, wenn man echt weiß, wo man lang gehen muss. Man muss einmal ein bisschen runterspringen. Mit Akrobatik haben wir da unten rechts. Ihr seht es ja auch, so ein bisschen Power verloren. Und das war's. Also, dann seid ihr echt eine Minute hier. Trotzdem holen wir uns mal noch den Teleporter. Und zwar, also es gibt drei Wege irgendwie. Entweder man bringt den Proviantmeister Rune um, das ist aber blöde, weil dann irgendwie alle irgendwie gegen uns sind. Oder aber... Oder? Nee. Oder aber in einer dieser Hütten gibt es eine Truhe. Wohl. Hier ist übrigens Rune. Bist du auf der Suche nach Larsson? Er ist nicht hier. Wo finde ich Larsson? Er ist nach Norden, in die Berge. Er vermutet dort eine reiche Erzader. Was machst du hier? Ich muss mich jetzt auch noch um die Schmiede kümmern, als ob ich sonst nicht schon genug zu tun hätte. Kannst du denn schmieden? Ich bin zwar kein Meisterschmied, aber ein paar gerade Klingen kriege ich auch noch hin. Willst du was kaufen? Ja, eine Rune. Zeig mir deine Ware. Ha, nicht. Hier, das ist übrigens dann die Rüstung. Ja, die ist nicht, also die ist halt... Ja, die ist schlechter. Man muss jetzt so sagen, wie es ist. Hat er ein bisschen Geld eigentlich? Er hat ein bisschen Geld, ja. Übrigens noch 5000, da kriegen wir auf wie viel hin. Das sollte echt kein Problem mehr sein. So, ich meine, das war die Truhe hier. In der soll es drin sein. Aber es gibt noch einen zweiten, also noch einen dritten Weg. Also entweder in der Truhe, Rune zu Brei schlagen oder aber... Also, wir hatten hier drei Möglichkeiten, diese scheiß Rune zu finden. Und haben es einfach nicht hingekriegt, Alter. Zu blöd zum Kacken. So, ich würde sagen... Was machen wir denn jetzt? Wir gehen jetzt zu Peda, oder? Zum Feuerclan können wir immer noch. Da müssen wir uns auch am Ende zurück teleportieren. Und ich würde sagen, ich suche jetzt mal... den Peda. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Endlich gefunden. Die Hütte hier, wo Radgar sich hingezogen hat. Und da ist auch Peter. Ingvar schickt mich. Warum? Ich habe mit dem Clan nichts mehr zu schaffen. Ingvar schickt mich auf die Reise, bei allen Schmelzern zu lernen. Nein. Er wiederholt den Fehler, den ich damals tat. Hast du ein Problem? Ja. Deine Ausbildung wird dir nur den Tod bringen. Genau wie meinen Schülern. Ich verfluche den Tag, an dem ich sie auf die Suche schickte.
Ich sage nein. Was? Was ist, wenn ich die Aufgabe deiner Schüler beende? Nein, das ist zu gefährlich. Alles in Nordmar ist gefährlich. Gut, aber ich habe dich gewarnt. Der gibt aber schnell nach. Wenn du die Zutaten zu besorgen, dann hast du meinen Segen. Ja, Gott, welche Zutaten denn schon wieder? Ich werde deine Aufgaben bestehen. Was soll ich holen? Das Horn eines Schatten. Na, wundervoll. Wirklich? Das war's? Ein blödes Horn? Haben wir sowas? Glaube nicht, oder? Lass mich in Ruhe. Na, toll. So, dann nochmal zum Abschluss. Das werden wir auch wieder nicht hinkriegen, Mann. Wir sind einfach Magier, Mann. Wir sind nicht so ein, wir sind nicht Jäger, die Döns. Na komm, gehen wir mal zum Feuerclan. Guck mal, hast du nochmal, wen wir da brauchen? Warte mal, dann muss ich mal ganz kurz hier... Zack, da brauchen... Mann, da brauchen wir... Wo steht's denn? Hier. Larson, Peter und Karlan brauchen wir da. Wer zum Teufel ist Karlan? Sieht nicht aus wie eine Schmiede. Da hinten ist ein... Aber hier war ja Lee, oder? Hat hier nicht Lee gewohnt? Jo. Ja, das wird auch mal eine lustige Sache, wenn wir in die Hauptstadt zurückgehen und dann Lee erstmal da richtig aufmuckt. Das wird eine Scheiße werden, ey. So, hier ist ein leeres Bett und eine leere Hütte. Eine leere Schmiede. Wo ist denn Karlan? Sag mir nicht, dass der Typ auch irgendwo verschwunden ist, Mann. Wir passen auf. Wir sehen uns. Na, klasse. Komm, wir reden mal mit dem Oberältesten hier. Der müsste ja wissen. Aufwachen. Mann, was willst du? Mann, was willst du? Kriegerin? Ah, seine Frau oder was? Kämpfer, Kriegerin? Und keine Ahnung, wo Karlan ist. Pass gut auf dich auf. Ja, mach ich. Wir passen auf. Ha. Mann, was willst du? Ach doch, den Typen, den kann ich auch mitnehmen. Wofür eigentlich? So, und hier geht's runter, ne? Achso, vielleicht ist der Typ ja auch hier links gewesen. Hier war da irgendein Typ, oder? Fast Thelen. Ach, der Typ auch nicht. Na, Jungs, keine Ahnung. Ich werde des Nordmars langsam überdrüssig. Ganz ehrlich. Hab auch nicht so richtig Bock mehr hier. Haben wir den zufällig aber gerade verpasst oder so? Kann das sein? Wir gucken mal, hast du es nochmal, vorsichtshalber? Wir reden später. Die sagen mir auch nicht, dass er gerade los ist oder so. Keine Ahnung. Aha! Danke. Du hast mir den Arsch gerettet. Wobei? Ich dachte schon, die Brüder würden mir den Hals umdrehen. Nichts für ungut. Ich will die alte Kunst der Schmiede lernen. Ingvar schickt mich. Ich brauche die Zustimmung aller Schmelzer. Nicht weit von hier habe ich in einem Gebüsch meinen stählernen Hammer versteckt. Finde ihn und er soll dir gehören. Und bestelle Ingvar, dass er keinen besseren Schüler finden kann. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Jetzt suche ich hier im Gebüsch nach dem blöden Hammer? Okay, hier schon mal nicht. Wirklich, jetzt laufe ich hier die blöden Gebüsche ab, oder was? Wie kacke ist das denn? Ist hier irgendein Gegner? Ne. Wolfstraut, Wolfstraut, okay. Im Gebüsch. Und was ist denn das für uns? Für einen Auftrag? Der macht mich fertig, Alter. Ha! Nö, Zauberwurzel. Verdammt. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah, okay. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen laufen lassen sollen, ey. Ohne Witz.
Ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Okay, nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen Sherlock Holmes mäßig ran. Der wollte gerade hier runterlaufen, ne? Wie sieht's denn hier aus? Erzader, Erzader. Wirklich hier nicht? Ich mir mal denken können, ey. Hier nicht, hier nicht. Hier oben auf jeden Fall nicht. Vielleicht hier unten. Was ist das da? Eine Schnapsbeere? Oh oh. Da war was? Waldbeere. Nein. What the fuck? What the fuck? Speichern, speichern, speichern. Die haben, glaube ich, einen Magier. Wo kommt denn die Ortpatrouille her? Los, Jungs. Interessiert mich nicht, ich bin ein Schamane. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt hier schon wieder los ist, Mann. Ich weiß nur eins. Orks müssen sterben. Vielleicht war hier der Hammer. Wir gucken mal kurz, ob hier irgendwo ein Hammer ist. Kein Gegner mehr in Sicht. Vielleicht... Mann, Zauberwurzel, Waldbeere. Nun, wenn ich jetzt hier nicht finde, dann seid mir nicht böse, aber... So langsam... Habe ich da jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ich will eigentlich mit euch in die Wüste. Da wird es ein bisschen spannender noch. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ja, sind ein paar Waldbeeren und so ein Zeug. Ja, also wie gesagt, keine Ahnung. Ich sehe ihn auch nicht. Da ist er! Easy! Was ist da los? Ah, haben wir einen Donner gefunden. Nice.